Gut, dann also willkommen zur fünften Vorlesung Gaben und Logik. Zunächst mal Grüße an all die Leute, die aus dem Internet zuschauen, insbesondere also TakTak, Tobias aus Hagen und Jakob. Vielen Dank für eure Anregungen. Tolga, du bekommst die Spezialaufgabe, dass immer, wenn ich eine Frage aus dem Publikum nicht wiederhole, dass du mich anpöbelst. Kriegen wir das hin? weil sonst hört man das nicht auf dem Video. Was ist unser Plan? Unser Plan ist derselbe wie in der letzten Stunde, dass wir all diese Theoreme, die letztes Mal schon angeschrieben waren, dass wir die jetzt eben zeigen. Theorem 1 hatten wir damals schon bewiesen. Und wir waren stehen geblieben bei diesem Crashkurs zu Ordinalzahlen und da machen wir jetzt auch gleich weiter. Ich will nur noch eine Frage beantworten. Eventuell kam die von Bene, nämlich was genau finitistisch heißt. Und ich stelle mir das als einen Kontinuum vor. Als ein Kontinuum von lauter formalen Systemen. An dem einen Ende des Spektrums sitzt ZFC plus krasse Zusatzaxiome. Zusatzaxiome wie es gibt eine unerreichbare Kardinalzahl oder Zusatzaxiome wie zu jeder Kardinalzahl gibt es eine noch größere Kardinalzahl, die unerreichbar ist. Oder es gibt absolut viele unerreichbare Kardinalzahlen, die alle immer größer werden. All sowas. Ein System wie das da nennt man auf jeden Fall infinitistisch. Okay, und dann gibt es am anderen Ende des Spektrums sowas wie PRA, primitiv-rekursive Arithmetik, wo es überhaupt gar keine Quantoren drin gibt, wo man insbesondere Induktionen führen kann über Aussagen, die keine Quantoren drin haben. Und solche Systeme würde man auf jeden Fall finitistisch nennen. Das ist nicht unbedingt wirklich das absolut linke Ende. Es gibt noch mal schwächere Systeme und manche von denen werden wir auch betrachten, aber PAA ist ein ganz, ganz guter Startpunkt. Dann gibt es zum Beispiel Peano-Arithmetik. Das würden die meisten, also das zählen eigentlich alle Leute schon als infinitistisch. Darin habe ich Quantoren zur Verfügung zur Formulierung von Aussagen und ich kann Induktion auch verwenden für beliebig komplexe Aussagen. Das zählt als infinitistisch. PA formalisiert die Vorstellung, dass es einen abgeschlossenen Zahlenstrahl gibt, einen fertigen Zahlenstrahl, wo auf dem Zahlenstrahl jede Menge passiert. PRA dagegen formalisiert nur die Vorstellung, dass Zahlen immer weitergehen, aber nicht, dass es irgendwie ein fertiges Konstrukt gibt. Minimal links davon würde ich zum Beispiel HA einordnen, Hating-Arithmetik. Das war ja dasselbe wie Peano-Arithmetik, aber in intuitionistischer Logik. Ich würde das ein bisschen weiter links sehen, aber nicht zu weit, denn wir haben ja gesehen, dass man zum Beispiel aus einem Widerspruch in PA einen Widerspruch in HA herleiten kann. Und deswegen sind die doch recht eng benachbart. Bevor ZFC plus krasse Zusatzaxiome kommen, kommt halt irgendwie ein normales ZFC dazwischen oder auch hier dann so ein ZFC mit nur einem weniger krassen Zusatzaxiom. Und auch hier nochmal gibt es Zwischenstufen. Zum Beispiel gibt es ein System, das heißt Z2. So wie PA noch den Kurznamen Zahlentheorie hat, hat Z2 den Kurznamen Analysis. Denn hier drin kann man auch über Teilmengen von natürlichen Zahlen reden. Das ist ein System zweiter Ordnung, zweiter Stufe. Und wenn man über Teilmengen von natürlichen Zahlen reden kann, dann kann man über so Codierungstricks auch über reelle Zahlen reden und über Folgen reeller Zahlen. Und dann kann man zum Beispiel hier drin Bolzano-Weierstrass formulieren oder sowas. Das ist eine Sache, die ich in PA zumindest nicht so einfach überhaupt nicht machen kann. Also in Z2 kann ich jetzt auch noch über Teilmengen von PA reden, über beliebige Teilmengen. Und ich habe ein unrestringiertes Komprehensionsaxiom. Das heißt, zu jeder Eigenschaft von Zahlen gibt es eine Menge, die dann genau die Zahlen enthält, wo diese Eigenschaft stimmt. Und das ist ein wahnsinnig viel mächtigeres System nochmal. Das ist auf jeden Fall nochmal deutlich in die Richtung des Infinitistischen. Okay, und hier gibt es auch nochmal diverse Zwischensysteme. Die erhält man zum Beispiel dadurch, dass man Peano-Arithmetik nimmt oder Hating-Arithmetik oder sowas. Und dann aber das Induktionsaxiom einschränkt, sodass das nicht mehr anwendbar ist auf Formeln beliebiger logischer Komplexität, sondern nur noch auf Formeln, wo zum Beispiel nur Existenzquantoren vorkommen oder nur für alle Quantoren, dann ist Existenzquantoren, dann gar keine Quantoren mehr oder sowas. So kriegt man schwächere Systeme.
Und nochmal ganz kurz die Erinnerung, warum denn PA als infinitistisch gilt und warum zur Zeit dieser Grundlagenkrise in der Mathematik die Konsistenz von PA angezweifelt wurde. Das hatte folgenden Grund. Das strittige Axiom von PA-Arithmetik ist das Induktionsaxiom. Für das glauben wir, dass wir eine intuitive Erklärung haben. Die erklären wir immer im Brückenkurs den neuen Studenten. Nämlich wir sagen, na gut, immer für eine konkrete natürliche Zahl, 7 zum Beispiel, kann ich halt den Induktionsschritt 7 mal nochmal abschreiben. Und dann habe ich ausgehend vom Induktionsanfang einen Beweis mir erarbeitet, dass die Behauptung auch für 7 stimmt. Ein Finitist hat nichts an dieser Logik zunächst einzuwenden, anders als ein Ultrafinitist. Das Problem ist nur, ein Finitist sagt, die Aussagen, über die ich spreche, die Aussagen, die ich jetzt per Induktion beweise, von denen weiß ich eventuell gar nicht, was die bedeuten. Das weiß ich insbesondere dann nicht, wenn die Aussage, die ich mit Induktion beweise, mit einem Existenzquantor anfängt. Dann heißt es, also existiert ein M, so dass bla bla gilt. Dann heißt es ja, irgendwo auf dem Zahlenstrahl gibt es einen Ort, eine Position M, wo dies und jenes gilt. Und dabei unterstellt man aber schon die natürlichen Zahlen als Zahlenstrahl als ein abgeschlossenes, vollendetes Gebilde. Und wenn man das jetzt in Frage sieht, irgendwie, dann bricht halt die Erklärung zusammen, einfach deswegen, weil ich Floskeln verwende, Phrasen, deren Bedeutung mir nicht klar ist. Ich weiß nicht, was es bedeutet, dass irgendwo ein M existiert, sodass dann für alle P gilt, dass es einen Q gibt, sodass bla bla bla. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Deswegen bricht die Erklärung zusammen. Ultrafinitisten übrigens, die bezweifeln schon die Existenz von sehr, sehr großen Zahlen. Also die würden sagen, 1000 gibt es auf jeden Fall, aber ob es 2 hoch 2 hoch 1000 gibt, wer weiß. Die hätten sogar noch vorher ein Problem. Die würden auch diese Begründung, die wir den Erstsemestern geben, warum Induktion funktioniert, die würden die schon nicht einsehen. Weil sie sagen, diese Begründung funktioniert ja nur für Zahlen der Form Nachfolger von Nachfolger von Nachfolger von 0. Aber wer weiß, ob wirklich alle Zahlen von dieser Bauart sind. Ja, das wären auch Systeme, die nochmal weiter links hier kommen. Und was Gensen eben gezeigt hat, hier, war, dass man die Konsistenz von PA-Arithmetik zeigen kann, wenn man sich Folgendes erlaubt. Primitiv-rekursive Arithmetik, also ein ganz, ganz schwacher Basisbaustein. Und dann transfinite Induktion für Epsilon 0, aber nur für quantorfreie Formeln. Muss ich offiziell nicht dazu schreiben, weil in PA gibt es sowieso nur quantorfreie Formeln. Und der Punkt ist auf jeden Fall, all die Formeln, über die hier das Induktionsaxiom spricht, die haben jeweils einen Sinn, weil da kommen keine Quantoren drin vor. Die haben einen finitistischen Sinn. Und jetzt muss ich halt Induktion bis zu einer für eine gestandene Mengentheoretikerin extrem kleine Ordinalzahl erlauben, um die Konsistenz von PA zeigen zu können. Gut. Gibt es Fragen? Hier nochmal zu dieser Hierarchie zwischen finitistisch und infinitistisch? Ja? Ist es, glaube ich, gefährlich, jetzt, wenn links der Satz einsteht, zu sagen, PA ist infinitistisch? Weil das ja dann nicht ganz gut. Ach so, ja, stimmt. Aha. Ja. Mein Theorem 1 ist sowieso informal, weil sowohl finitistisch als auch infinitistisch haben nicht ganz präzise Bedeutung. Aber du hast schon recht, das ist ein bisschen widersprüchlich. Darf ich das in sehr infinitistische Systeme ändern? Ja? PA ist quasi das, keine Ahnung, meinetwegen das erste echte infinitistische oder so. Aber das heißt nicht, dass die Systeme davor hier diese schon finitistisch sind. Also ein echter Finitist, der akzeptiert vermutlich PRA. Ich sage vermutlich, weil jeder Infinitist darf anders drauf sein, ne? Aber der akzeptiert vermutlich PRA und der akzeptiert eventuell PRA plus das da, aber nicht unbedingt beliebiges Zeugs, was hier noch kommt. Ja. Sonst noch irgendwelche Fragen? Gut. Dann machen wir bei diesem Crashkurs Ordinalzahlen weiter, damit wir wirklich überhaupt auch verstehen können, was dieses Epsilon 0 bedeutet.
Genau, und ganz kurz vielleicht noch eine anschauliche Vorstellung. Also ich mache einfach weiter bei den Spiegelpunkten vom letzten Mal zu dem Crashkurs Ordinalzahlen. Vielleicht noch ganz kurz, wie man sich Ordinalzahlen noch anschaulich vorstellen kann, nicht nur über ihre offizielle Definition bei uns, über Wohlordnungen, über fundierte Ordnungen, sondern auch noch anders. Nämlich so. Wenn unendlich viele Leute vor dem Bürgerbüro in Hohenstetten, bevor es umgebaut wurde, warten, dann kann man dem irgendwie dieser Situation eine Bezeichnung geben und das ist dann Omega. Omega plus 1 wäre, wenn unendlich viele und dann noch eine Person da hinten warten. Das kann ich jetzt nur nicht irgendwie gut malen, weil diese Schlange erstreckt sich ja schon immer weiter. Die hat kein Ende. Ich kann nicht irgendwie danach noch was hinmalen. Deswegen der Trick aus Harry Potter. Wir stellen uns vor, dass all diese unendlich vielen Menschen, die in so einer langen Schlange stehen, in einem verzauberten Bus stehen. Der Bus ist von außen so 10 Meter lang. Aber innen, wenn man einsteigt, sieht man, der hat unendlich viele Stehplätze. Einen nullten, einen ersten, einen zweiten und so weiter. Er hat keinen letzten Stehplatz, sondern es geht immer weiter. Und wenn ich mir diese Vorstellungshilfe erlaube, dann kann ich dann hinter Herbert platzieren. Und so haben wir dann auch eine anschauliche Vorstellung für Omega plus 1. Die Person kommt sofort dran, die nach einem Tag, die nach 2 Tagen und so weiter. Herbert muss warten bis einmal zum Ende der Zeit. Dann kommt Herbert dran. Wenn dahinter noch Jenny steht, dann haben wir halt Omega plus 2. Und wann kommt Jenny dran? Jenny muss warten bis zum Ende der Zeit und dann noch einmal schlafen. Und so kann man sich jetzt auch all die größeren Ordinalzahlen vorstellen. Zum Beispiel, das da wäre jetzt Omega mal 2, Omega zweifach. Da haben wir zwei Busse. Oder wir könnten das da haben, das wäre Omega mal 2 plus 1. Das ist Mustafa. Mustafa muss abwarten bis zum Ende der Zeit und dann nochmal bis zum Ende der Zeit und dann kommt er dran. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das immer so weitertreiben und zum Beispiel die Situation aufmalen für Omega hoch 2. Omega hoch 2 wäre, dass eine verzauberte Fähre ankommt, von außen 100 Meter lang, aber wenn man vorne einsteigt und Hintereingang hat sie nicht, sieht man, dass da Parkplätze bereitstehen auf der Fähre für einen ersten Bus, für einen zweiten Bus, für einen dritten Bus und so weiter. Das wäre dann also Omega Quadrat. Ja, und so kann man das immer weiter höher treiben und so kann man Ordinalzahlen zum Beispiel auch Fünftklässlern beibringen. Ohne Probleme. Gut. Dann will ich euch ein kleines Spiel zeigen, das Spiel der Hydra, um zu erklären, warum es interessant ist, so ein Induktionsschema vorauszusetzen. Das Spiel der Hydra geht wie folgt. Ich zeige nochmal eine Situation hin, wie die Hydra aussehen kann. Das ist nun ein Spiegelpunkt. Das dagegen sind die Köpfe der Hydra. Auch die kleinen Punkte sind Köpfe der Hydra, die momentan sich aber ein bisschen zurückhalten, weil von ihr gehen ja noch andere Hälse aus und dort sind dann wirklich frei an den Enden schwebende Köpfe. Gut, das ist eine Hydra. Wir haben uns einen Held Herkules. Und Herkules versucht, die Hydra umzubringen. Sein möglicher Spielzug dafür ist, irgendeinen Kopf abzuschlagen. Er kann zum Beispiel den untersten Kopf hier abschlagen und dann ist er einfach weg. Aber wenn er einen Kopf abschlägt, der nicht direkt mit der Wurzel verbunden ist, dann passiert was Interessantes. Also wenn er zum Beispiel diesen Kopf da abschlägt, dann passiert Folgendes. Das ist ja eine Hydra, das heißt, Köpfe wachsen nach einem gewissen System. Also erst noch mal. So.
So. Also zunächst mal sieht es so aus, ja. Für eine kurze Zeit ist eben einfach der Kopf weg und dann fällt auch gleich der Hals ab, an dem der befestigt ist. Aber jetzt wächst was nach. Und zwar haben wir doch gesagt, dass das eben den Fall betrifft, dass Herkules nicht einen Kopf abgeschlagen hat, der direkt an der Wurzel befestigt ist, sondern eben an einem anderen Knoten, hier. Dann ist das also noch nicht die Wurzel, hat also noch einen Mutterknoten. Und dann, das ist also dieses Gebilde hier jetzt, ja. So. Und dann wächst das nach. Und zwar dreimal. Also hier. Nochmal. Dann hier nochmal. Und dann ein drittes Mal. Also immer wenn Herkules einen Kopf abschlägt, der nicht an der Wurzel befestigt ist, dann verschwindet zwar dieser Kopf, aber eben dieser ganze Ast wächst dreimal nach. Und so ist es eben nicht so leicht, die Hydra zu besiegen, ne? Weil wenn man sich jetzt irgendwie doof anstellt, dann tut man die Anzahl Köpfe einfach jedes Mal irgendwie erhöhen und kommt nie bis zum Ende. So, eine Frage, die man sich hier stellen kann, ist, gibt es eine Strategie, wie Herkules gewinnen kann? Irgendwie eine clevere Strategie, keine Ahnung, vielleicht bei den unteren Köpfen anfangen oder sowas? Und dann schreibt man vielleicht irgendwie ein JavaScript-Programm, um das zu demonstrieren. André Bauer zum Beispiel hat das gemacht, könnt ihr rumspielen auf seiner Webseite. Und dann merkt ihr irgendwie, wenn ihr wirklich lange, lange Zeit habt, ich nehme an, also 100.000 Stunden für diese Hydra oder sowas, dann habt ihr es aber geschafft, die auf null zu reduzieren. Und dann kommt ihr vielleicht irgendwann irgendwie in taktische Überlegung, wie es gut ist, Köpfe abzuschlagen. Und dann scrollt ihr ein bisschen weiter in dem Blogartikel und dann findet ihr folgendes Theorem. Herkules kann gar nicht verlieren. Egal wie dumm er sich anstellt, egal auf welche Art und Weise er Köpfe abschlägt, die Hydra wird immer schlussendlich sterben. Klingt komisch, ja, weil die Hydra immer ja sich irgendwie zunächst vergrößert, wenn man Köpfe abschlägt. Aber tatsächlich stimmt es schon, dass es irgendwann zu Ende gehen wird. Und ich will euch kurz zeigen, wie man das zeigen kann. Dafür brauchen wir eben die Ordinalzahlen. Und dann ist das so ein bisschen motiviert, wozu die unter anderem interessant sein kann. Der Trick, wie man das zeigt, ist, dass man jeder Situation, in der sich die Hydra befinden kann, dass man da mal misst, was wie in Computerspielen ihr Health ist, ihre Gesundheit. Was ist der deutsche Name? Stärke vielleicht? Gesundheit? Gesundheit, okay. Und zwar definiert man die Gesundheit nicht wie in Computerspielen vielleicht von 0 bis 100 oder sowas, sondern die Gesundheit von so einer Hydra ist eine Ordinalzahl. Eine Ordinalzahl kleiner als Epsilon 0. Und ich zeige euch mal eine Möglichkeit, wie man hier Gesundheiten definieren kann. Also so ein einzelner Kopf erhält per Definition Gesundheit 0. Ja? So ein Knotenpunkt, wo Sachen rauskommen, erhält jetzt folgende Gesundheit. Und zwar, man schaut sich all die Gesundheiten von den Kinderknoten an, das sind also die beiden, ordnet die schwach monoton absteigend, das ist hier egal, weil es sowieso 2 mal 0 ist, und dann schreibt man Omega hoch die eine Gesundheit plus Omega hoch die andere Gesundheit. Von dem anderen Kindknoten. Plus, ganz am Anfang war ja die noch da, ja? Also plus die auch noch. Omega hoch 0 ist 1, das heißt, hier steht 3 dran. Dieser Knoten hat Gesundheit 3. Dann weiter noch nach unten. Hier haben wir einen einzelnen Kopf, der hat Gesundheit 0. Jetzt müssen wir sortieren, wir haben einmal 3 und die 0. Das heißt, dieser Knoten hier hat Gesundheit Omega hoch 3 plus Omega hoch 0. Also 1. Der Knoten da hinten hat wieder 0. Und die Wurzel hier, und das ist also insgesamt die Gesundheit dieser Hydra, ist Omega hoch 3 plus 1 plus 1 für den Kopf da rechts. Das ist die Gesundheit dieser Hydra in diesem Schritt. Ja. Also, mir ist klar, dass die Additivität, also dass die Addition nicht kommutativ ist. Richtig.
So, und jetzt erinnerst du mich gleich. Die Frage ist, warum addieren wir genau in dieser Reihenfolge? Das ist wichtig, weil die Addition von Ordinalzahlen ist im Allgemeinen nicht kommutativ. Das machen wir deswegen, damit das Argument, was ich hier präsentieren möchte, durchgeht. Ich will nämlich zeigen, dass die Gesundheit der Hydra in jedem Schritt, egal wo ich einen Kopf abschlage, strikt absteigt. Das möchte ich mir gerade klar machen. Und dazu muss ich es halt so machen. Schauen wir uns die Gesundheit der Hydra rechts an. Ja? Also all diese Köpfe wieder haben Gesundheit 0. All diese kleinen Köpfe, die nur darauf warten, richtig loslegen zu können, wenn ihre Kindköpfe weg sind irgendwann, die haben Gesundheit Omega hoch 0 plus Omega hoch 0, also 1 plus 1, also 2. So, der hat Gesundheit 0 und dieser Knoten hier hat also Omega Quadrat 4 mal nebeneinander geschrieben, das ist Omega Quadrat mal 4, plus Omega hoch 0, also plus 1. Und die Hydra hier vorne, die hat also Gesundheit Omega hoch das da, Omega hoch Omega Quadrat mal 4 plus 1 und dann noch plus 1 für den Kopf rechts. Ich will die Omega hoch 3 an der linken Stelle nochmal anders schreiben, damit wir klarer allgemein verstehen, was jetzt passiert, wenn ein Kopf abgeschlagen wird. Ich schreibe Omega hoch 3 als Omega hoch 2 plus 1. Und dann noch die plus 1, die wir im Exponenten auch geschrieben hatten. Wie ändert sich jetzt also die Gesundheit einer Hydra, wenn Herkules einen Kopf abschlägt? Die ändert sich wie folgt. Aus irgendeinem Omega hoch so und so viel plus 1. Und dann hier eventuell noch andere Terme. Und eventuell auch weiter links davon andere Terme. Wird ein Omega hoch das da ohne die plus 1 mal 4. Und das ist eine kleinere Zahl. Also diese Gesundheit ist strikt mehr als diese Gesundheit hier rechts. Das muss man sich also als erstes klar machen. Wenn ihr wollt, verwendet da noch ein bisschen Zeit drauf, zeichnet euch noch andere Hydras, macht es irgendwie sehr formal. Und dann seht ihr, immer wenn man einen Kopf abschlägt, sinkt die Gesundheit der Hydra strikt. Okay. Und jetzt gehen wir mal kurz, jetzt überlegen wir uns, warum mit dieser Überlegung eben folgt, dass Herkules nicht verlieren kann, egal wie er sich anstellt. Der Grund ist der, wenn er also einfach mal anfängt, die Hydra zu bekämpfen, dann wird jedes Mal die Gesundheit von der Hydra echt absteigen. Aber es gibt keine unendliche, strikt absteigende Folge von Ordinalzahlen. Jede unendliche, jede Folge, strikt absteigende Folge von Ordinalzahlen muss endlich sein. Und daher kommen wir irgendwann bei 0 raus und das ist dann eben die Situation, dass wir nur noch einen Kopf haben, und also beide Wurzel, und dann muss Herkules noch einmal ausholen und dann ist er fertig. Ich will kurz nochmal informal begründen, warum es wirklich stimmt, dass es keine unendlichen absteigenden Ketten von Ordinalzahlen gibt, unendlich strikt absteigenden Ketten. Und das kann auch ganz gut so als Spiel machen, als interessantere Version des Spiels, ich kann eine Zahl nennen, die größer ist als deine oder so. Nämlich man macht es rückwärts und versucht das Spiel möglichst lange in die Länge zu ziehen. Also stellt euch mal vor, wir fangen mit Omega an. Und wir versuchen jetzt, eine möglichst lange, strikt absteigende Folge von Ordinalzahlen zu bauen. Strikt absteigend, also ich muss also jetzt irgendeine Zahl unter Omega nehmen. Da fällt mir zum Beispiel die Zahl 99 ein. Ja, ich ersetze also Omega durch 99. Das ist dann echt kleiner geworden. Ab hier sind es höchstens noch 99 Schritte bis zu 0. Wenn ich nicht 99 genommen hätte, sondern 999,
dann wären es halt 999 Schritte gewesen, aber auch endlich viele. Ihr seht, also wenn so eine Folge mit Omega beginnt, dann wird sie irgendwann bei 0 rauskommen. Man kann nicht im Vorhinein sagen, wie lange das Spiel dauern wird, weil man nicht weiß, was der Zug ist, den das Kind dann tätigt. Aber man weiß trotzdem, irgendwann kommt es auf 0 runter. Das ist, wenn man mit Omega startet. Wenn man mit sowas wie Omega mal 2 startet und dann einen Zug tätigt und wieder das Spiel möglichst lange rausziehen will, dann entscheidet man sich vielleicht für Omega plus 999. Oder hier eine größere Zahl, aber dann ist man auch schon wieder schnell fertig. Ja? Hier gibt es jetzt noch höchstens 999 Schritte, bis wir irgendwann bei Omega angekommen sind. Und ab dort wissen wir ja schon, dass es jetzt nur noch endlich viele Schritte sind, bis man zwangsläufig bei der Null rauskommt. Wenn man mit Omega Quadrat startet, das ist nochmal viel mehr als Omega mal 2, dann ist eine nächst kleinere Zahl zum Beispiel sowas wie Omega mal 17 plus 900. Und jetzt kann ich hier die 900 Schritt für Schritt langsam reduzieren. Aber irgendwann bin ich bei Omega hoch 17. Und wenn ich das reduzieren will, da muss ich jetzt wieder einen ganzen Sprung machen und sage, okay, das ist halt mehr als 37 mal Omega hoch 16 plus 17 oder sowas. Ne? Ja, danke. Omega mal 17, danke. Merkt ihr das? Egal wie ich es mache, egal wie ich versuche, das möglichst lange rauszuzögern, ich komme nicht umhin, dass ich irgendwann bei 0 lande. So, das war jetzt aber kein formales Argument, das war ein informales Argument. Was ist das formale Argument, dass jede so eine Kette bei 0 rauskommt? Nun, so ein informales Argument kann ich nur führen, wenn ich Induktion bis Epsilon 0 zur Verfügung habe. Mit Induktion über Epsilon 0 kann ich zeigen, kann ich folgende Behauptung für Ordinalzahlen Alpha, welche kleiner als Epsilon 0 sind, zeigen. Jede Folge, strikt absteigende Folge von Ordinalzahlen, die bei Alpha beginnt, kommt irgendwann bei 0 raus, nach endlich vielen Schritten. Das kann ich mit transfiniter Induktion bis Epsilon 0 zeigen. Das ist genau mehr oder weniger die Definition von, was es bedeutet, transfinite Induktion bis Epsilon 0 durchführen zu können. Gut, und das muss ich halt annehmen, dass ich dieses Prinzip habe. Innerhalb von Mengenlehre habe ich das Prinzip, intern in Mengenlehre. Mengenlehre zeigt, dass egal mit welcher Ordinalzahl man startet, nicht auch Ordinalzahlen, die viel größer sind als Epsilon 0, dass nach endlich vielen Schritten jede so eine strikt absteigende Kette bei 0 angekommen ist. Aber Peano-Arithmetik oder sowas zeigt sowas nicht, ja? Und dann muss ich es eben dazu nehmen. Also das ist ein Beispiel, warum es interessant ist, diese Induktion verwenden zu können. Damit kann ich diese inhaltliche Aussage beweisen, dass das Hydra-Spiel immer zu einem Ende kommt. Ohne das schaffe ich es nicht. Ja? Würde es nicht einfach reichen, Omega durch 5 zu ersetzen? Dann könnte ich doch einfach das gleiche Argument machen. Also Omega durch... verwendet, dass Omega größer ist als 4. Ach so, richtig, ja. Genau. Aber du kannst noch eine Variante von Hydra verwenden, wo sich jedes Mal die Hydra selbst überlegt, wie viele Köpfe nachwachsen sollen. Manchmal ist es also nur das Dreifache, das dazukommt, manchmal das Tausendfache. Und jetzt brauchst du eine Zahl, die mehr ist als all die Zahlen, die sich die Hydra ausdenken könnte, als die endlich viele Zahlen. Und dann brauchst du Omega wirklich. Genau. Ja, sehr gut beobachtet. Ja? Also meine Intuition wäre jetzt sowas wie, wenn man so einen Kopf abstellt, ja, dann hat sich ja jetzt die Anzahl der Verzweigungen in dem tiefsten Branch geändert. Und die ist geschrumpft irgendwie. Also irgendwie hätte ich jetzt gesagt, dass man so wie das jetzt dasteht, vielleicht sogar einfach zu sagen, so. Aber wahrscheinlich ist das, was Wegen gerade gesagt hat. Ich sag's mal laut. Also der Vorschlag hier ist, dass es auch noch folgendes intuitives Argument gibt, warum das Hydra-Spiel auf jeden Fall immer endet. Nämlich in dem höchsten Zweig hat die Anzahl Köpfe abgenommen. Das stimmt schon. Aber wenn du das wirklich formalisierst, wirst du merken, sowas wie Peano-Arithmetik, normale Induktion über natürliche Zahlen, genügt dir nicht, um das zu beweisen, dass es irgendwann aufkommt. Das ist, was du gesagt hast, ist also tatsächlich einfach noch eine praktischere Umformulierung von transfiniter Induktion. Nämlich
ich meine, das Hydra-Spiel ist, keine Ahnung, kann man auch sagen, es künstelt, aber es kommt schon irgendwie vor, dass man Bäume vereinfacht, aber auf eine Art und Weise, dass schon irgendwie mehr Knoten rauskommen, sondern nur was Abstrakteres nimmt halt ab, nämlich irgendwie die Anzahl Köpfe bei dem obersten Ding oder sowas. Und um da dann zu zeigen zu können, dass so ein Prozess zum Ende kommt, braucht man transfinite Induktion. Gut. Dann will ich das noch ein bisschen formaler machen. Ich will nämlich noch erklären, was wirklich, also was diese quantorenfreie transfinite Induktion bis Epsilon 0 wirklich bedeutet, wie man das hinschreiben kann. Ja? Und dazu machen wir nur noch ein Warm-up, nämlich ich will euch mal transfinite Induktion bis Omega zeigen. PA zeigt die Gültigkeit von transfiniter Induktion bis Omega. Das ist jetzt ein bisschen schlecht von der Namensgebung, weil transfinite Induktion bis Omega, das passt nicht zusammen. Omega ist ja, aber egal. Beweis. Was ist damit genau gemeint? Gemeint ist, in der um ein einstelliges Relationssymbol P erweiterten Sprache zeigt Peano-Arithmetik, dass Folgendes stimmt. Transfinite Induktion bis Omega sieht so aus. Das ist die Formel für transfinite Induktion bis Omega. Die Konklusion ist, wie bei normaler Induktion, für alle n stimmt p von n. Und was ist der Induktionsschritt, den man liefern muss, um jetzt quasi mit transfinite Induktion fertig zu sein? Man muss zeigen, dass für alle natürlichen Zahlen n folgender Induktionsschritt zulässig ist, nämlich aus der Gültigkeit von p von m für alle kleineren Zahlen als n soll die Gültigkeit von p von n folgen. Dieses Induktionsprinzip ist auch bekannt unter den Namen starke Induktion oder Noethersche Induktion. Und verwendet man auch gelegentlich ganz normal in Alltagsbeweisen. So, diese Induktionsformel ist nicht ein Axiom von Peano-Arithmetik. Das Axiom von Peano-Arithmetik war nur das normale Induktionsaxiom, was man früher auch im Mathestudium lernt, nämlich man muss halt den Induktionsanfang zeigen für 0 und den Induktionsschritt von n auf n plus 1. Und nicht von allen kleineren Zahlen als n zu n. Wir können aber unter Verwendung des normalen Induktionsaxioms dieses hier nachweisen. Ja? Also wir zeigen das jetzt und ich zeige das informal. Ich werde nicht einen Beweisbaum aufmalen, sondern ich werde wie immer einen Beweis auf Deutsch führen und die optionale Formalisierung dem Leser überlassen. Ja? Also gelte der Induktionsschritt. Ja? Gelte für alle n. Für alle m kleiner n p von m, daraus folgt p von n. Zu zeigen für alle n p von n. Und das machen wir durch normale Induktion, aber über ein anderes Prädikat. Dazu zeigen wir mit gewöhnlicher Induktion über n zeigen wir für alle n, und lasst mich nur nachschauen, ob ich mir Gedanken bei den Variablennamen gemacht habe. Nee, habe ich nicht. Wir zeigen das. Kurze Überlegung, dass das genügt, um das zu zeigen. Stellt euch vor, wir haben das geschafft zu zeigen. Und wir wollen jetzt einsehen, dass es wirklich stimmt, dass für alle n p von n stimmt.
Dann sei also n beliebig gegeben. Wir wollen p von n zeigen. Wir wissen das da. Jetzt noch einmal den gegebenen Induktionsschritt verwenden und wir können p von n folgern. Prima. Wie zeigen wir das? Mit einer Induktion. Induktionsanfang n gleich 0. Da ist nichts zu zeigen, weil wir müssen zeigen, für alle Zahlen, die echt kleiner als 0 sind, gilt dies und jenes. Wir sind sofort fertig, trivialerweise fertig, weil die leere Aussage zu zeigen ist. Ja? Jetzt der ganz normale Induktionsschluss von n auf n plus 1. Also gelte die Induktionsvoraussetzung. Das heißt, für alle m kleiner n p von n zu zeigen, die Behauptung fürs nächste m erlaubt mir nicht n plus 1 zu schreiben, sondern ein bisschen formaler s von n. Tut aber nichts zur Sache, weil s von n ist n plus 1. Das da. Und wie geht das? Versuchen wir es ganz naiv, ja? Sei m kleiner s von n beliebig, zu zeigen p von m. Und jetzt gibt es doch zwei Fälle. Nämlich m könnte sogar kleiner als n sein. Oder m könnte gleich n sein. Und in jedem der beiden Fälle sind wir fertig. Falls m nämlich kleiner als n ist, dann folgt mit der Induktionsvoraussetzung p von m. Denn wenn m kleiner n ist, dann wissen wir, dass p von m stimmt. Okay, und wenn m gleich n ist, dann wissen wir Folgendes. Wir wissen doch immer noch die Induktionsvoraussetzung, dass also für alle m kleiner als n p von m gilt. Mit dem gegebenen Induktionsschritt da oben können wir folgern, dass p von n stimmt. Und wir müssen p von m nachweisen, aber m ist n, also haben wir p von n nachgewiesen. Ja? Also daraus folgt ebenfalls p von m mit dem gegebenen Induktionsschritt. So zeigt man also, dass wenn gewöhnliche Induktion zur Verfügung steht, dass dann auch transfinite Induktion bis Omega funktioniert. Ja? Die Frage ist gerade, was bedeutet kleiner? Ja, gute Frage. Schreibe ich an. Die Definition von kleiner lautet wie folgt. A kleiner b ist eine Abkürzung dafür, dass es eine natürliche Zahl n gibt, sodass s von n plus a b ist. Das ist die Definition von kleiner, die wir hier verwendet haben. Das ist tatsächlich nicht die einzige Option. Wir hätten zum Beispiel auch a kleiner b so definieren können, dass wir hier die Reihenfolge der beiden Summanden tauschen. So, in Peano-Arithmetik macht das keinen Unterschied, weil Peano-Arithmetik zeigt die Kommutativität der Addition. Aber wenn wir das Ganze in sehr, sehr schwachen Theorien zeigen wollen, zum Beispiel Theorien, die gar kein Induktionsaxiom haben, dann macht es einen Unterschied, in welcher Reihenfolge wir das hier aufschreiben. Und dann ist das da die Standarddefinition. Das werden wir auch noch brauchen, hoffentlich auch noch heute, wenn wir über Robinsons Arithmetik Q sprechen. Die hat kein Induktionsaxiom. Da wird es wichtig. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Peano-Arithmetik noch Stärkeres zeigen kann. Peano-Arithmetik zeigt die Gültigkeit von transfiniter Induktion bis Omega mal 2. Beweis. So, gemeint ist, wie eben in der erweiterten Sprache,
das ist gemeint und das ist so ein komisches kleiner Zeichen jetzt. Ansonsten genau gleich. Ja? Wie ist das komische kleine Zeichen definiert? Also wie ist m kleiner n definiert? Das ist wie folgt definiert. Entweder ist m gerade und n ungerade. Oder die Parität von m und n stimmen überein, die sind beide gerade oder beide ungerade. Lasst mich das ein bisschen kürzer schreiben als Parität von m gleich Parität von n. Und m ist im gewöhnlichen Sinne kleiner als n. Das ist eine Totalordnung. Wenn man mal die Zahlen auf dem Zahlenstrahl so anordnet, dass sie bezüglich dieser Totalordnung aufsteigend sind, dann wird folgende Folge rauskommen: 0, 2, 4 und so weiter und irgendwann 1, 3, 5 und so weiter. Okay, und hier geht eine kleine Abuse of Notation ein. Und zwar ist es so, dass es eventuell mehrere Möglichkeiten gibt, eine Ordnung innerhalb von Zahlentheorie, innerhalb von PA zu definieren, welche genau wie diese hier den Ordnungstyp Omega mal 2 hat. Das war nur eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel gewesen, ungeraden Gerade hier zu vertauschen, dass erst die ungeraden Zahlen kommen und dann die geraden. Und dann gibt es aber eventuell noch ganz viele andere Möglichkeiten. Also nicht nur eventuell, ich kann noch ganz viele andere hinschreiben. Ich kann auch Varianten hinschreiben, sodass aus meiner sehr starken Metasicht eventuell, vielleicht habe ich Zermelo-Frenkel-Mengenlehre im Kopf, sodass die Definition von dem, was ich hinschreibe, auch wieder dann Ordnungstyp Omega mal 2 hat, sodass PA aber nicht stark genug ist, um die Äquivalenz dieser Definition hier zu zeigen. Und dann ist es auch so, eventuell auch so, dass PA-Logarithmik von dieser anderen Definition von was m kleiner n bedeuten soll, es nicht schafft, die transfinite Induktion nachzuweisen. Daher geht hier also folgende Abuse of Notation ein. Wenn ich hier eine Ordinalzahl hinschreibe, dann muss ich eigentlich gleich mitschreiben, welche konkrete Ordnung ich dazu gemeint habe, welche dann eben diese Ordinalzahl verkörpern soll. Das schreibt man nie dazu. Man erwartet vom Leser eine vernünftige Definition, sich dazu zu denken. Aber das ist eigentlich hier ein wichtiger Punkt. Okay, wie können wir das wieder zeigen? Nur kurz. Wir zeigen zunächst, das zeigen wir mit transfiniter Induktion bis Omega, zeigen wir, für alle n stimmt p von 2n. Und lasst mich vielleicht einen a schreiben statt n, damit wir jetzt gleich nicht in Verwirrung kommen mit dem Buchstaben. Das zeigen wir in dem ersten Schritt. Somit zeigen wir dann die Gültigkeit von dem ersten Teil hier. Ja? Später, analog, werden wir dann die Gültigkeit für all die ungeraden Zahlen nachweisen. Insgesamt haben wir es dann für jede Zahl nachgewiesen. Okay. Das zeigen wir mit Noether'scher Induktion, mit transfiniter Induktion bis Omega. Bei transfiniter Induktion bis Omega ist nur der Induktionsschritt zu zeigen. Das, was hier in eckigen Klammern steht, sowas wie ein Induktionsanfang, ein separaten Induktionsanfang ist nicht nötig. Der ist der inkludiert, in dem Fall, dass n 0 ist, dann ist nämlich die Voraussetzung leer. Also sei also n beliebig, gelte, vielleicht sollte ich jetzt auch wieder a schreiben, gelte für alle m klein, crazy kleiner a, gilt p von m. Und zu zeigen ist p von 2a. Sorry, hier ein echtes kleiner und hier eine
2m, tut mir leid. Wir verwenden die ganz normale Transfinitivierungsmodulus des Omega, die, von deren Gültigkeit wir uns eben schon überzeugt haben. Und hier steht eine 2, weil wir zeigen ja diese Aussage hier. Gut. Wie geht das? Also wir haben das da zur Verfügung, müssen das da zeigen. Idee ist, wir verwenden die Voraussetzung, die wir von dem P haben, nämlich dieses hier. Das funktioniert ja für alle n, also funktioniert es auch für 2a. Das liefert uns dann die Gültigkeit von P von 2a. Aber nur, wenn wir es schaffen, das da nachzurechnen. Ja? Also wir zeigen für alle m, diesmal ist es richtig, crazy kleiner 2a stimmt P von m. Wie geht das? Sei m crazy kleiner 2a beliebig gegeben, dann müssen wir P von m nachweisen. Und jetzt schauen wir in die Definition von crazy kleiner und sehen, dass wenn m crazy kleiner wie eine gerade Zahl ist, dass dann m selbst auch gerade sein muss. Nämlich irgendwie von der Form 2 mal b sein muss, wobei b kleiner als a ist. Dann m gleich 2b für eine Zahl b echt kleiner als a. Gut. Also folgt p von m. Denn p von m ist p von 2b. 2b und p von 2b, das ist hier Teil von dieser Allaussage, die wir vorausgesetzt haben. Nämlich für den Spezialfall m gleich b. B ist kleiner a, deswegen passt das. Also folgt p von m und das war, was das zu zeigen war. Fertig. Gut. Schreibe ich jetzt nicht mehr auf. Was wir jetzt noch zeigen müssten, wäre, für alle a gilt p von 2a plus 1, um all die ungeraden Zahlen abzuhandeln. Und dann sind wir insgesamt fertig, haben das bewiesen. Denn wenn eine Zahl n gegeben ist, dann ist sie gerade oder ungerade. Also hat eines unserer Argumente von eben den Fall p von n nachgewiesen. So kann man also die Gültigkeit von Transfinitivfunktion bis Omega mal 2 nachweisen. Und die Übungsaufgabe ist es, die Transfinitivfunktion per Hand nachzuweisen, bis Omega hoch 2. Da besteht Schritt 1 darin, dass man sich überlegt, was denn eine gute Definition von so einem crazy kleiner ist, was dann eben Ordnungstyp Omega hoch 2 hat und dass man es dann nachweist. Und wir werden hier jetzt, werden wir sogar ein bisschen mehr machen. Aber es ist gut, das einmal per Hand zu machen. Wie ist die Stimmung bezüglich so transfinitiver Induktionen bis zu? Eine Frage? Nee, die muss man, glaube ich, einfach mal nachher irgendwo anschauen. Ja? Gut, dann will ich Ti von Epsilon 0 erklären. Ja? Und Theorem 3 zeigen. Okay. Wir definieren für alle natürlichen Zahlen, externe natürlichen Zahlen, für alles, was in unserer Metatheorie eine natürliche Zahl ist, eine Totalordnung
kleiner mit so einem Index n. Ja? Auf n. Das machen wir wie folgt. Wir definieren x kleiner 0, kleiner bezüglich 0, y genau dann, wenn x im gewöhnlichen Sinne kleiner ist als y, so wie an der rechten Tafel oben rechts kurz angeschrieben. Und jetzt definieren wir, wann Zahlen bezüglich der n plus ersten Ordnung kleiner sind. Und zwar definieren wir das so, als y ist nicht 0 und x ist 0 oder, und jetzt eine interessante Bedingung, es gibt eine natürliche Zahl i, sodass i kleiner gleich wie y ist, dass nü von x i echt kleiner ist als nü von y i, nü wird gleich erklärt, und sodass für alle j, die kleiner gleich wie das Maximum aus a aus x und y sind, gilt, dass wenn i bezüglich der Entenordnung kleiner ist als j, dass dann nü von xj gleich nü von yj ist. Das ist die Definition. So, was ist das nü von x, i, was hier vorkommt? Nü von x, i, das sollte Vielfachheit der i-ten Primzahl in x sein. Vielfachheit der i-ten Primzahl in x. Wenn x ungleich 0 ist. Wenn x gleich 0 ist, 0 ist die einzige Zahl, die sich nicht als Produkt von Primfaktoren schreiben lässt, dann definieren wir willkürlich, dass da 0 rauskommen soll. Beispiel, wie das gemeint ist. Zum Beispiel die Zahl 12. Wie oft steckt da die nullte Primzahl drin? Die nullte Primzahl, also die erste Primzahl, die es gibt, das ist die Zahl 2, die steckt da 2 mal drin. Denn 12 ist ja 2 Quadrat mal 3. Und die erste Primzahl, das ist die Primzahl 3, die steckt einmal drin. Und die Primzahl Nummer 2, das ist die Primzahl 5, die steckt gar nicht drin. Wie kann man sich das anschaulich vorstellen, was diese Definition aussagt? Nochmal hingeschrieben, nur ein bisschen informaler. Ihr kennt die lexikografische Ordnung. Das ist die Ordnung, die ein Wörterbuch befolgt. Zuerst alle Wörter, die mit A anfangen, dann alle Wörter, die mit B anfangen. Innerhalb der Wörter, die mit A anfangen, zuerst die Wörter, die mit A, A anfangen, danach die Wörter, die mit A, B anfangen. Das heißt lexikografische Ordnung. Und das da drückt auch eine lexikografische Ordnung aus. Aber es geht nicht um Anfangsbuchstaben oder so, sondern es geht darum, dass man x und y beide als Produkt von Primfaktoren schreibt, dass man die Primfaktorzählung bestimmt. Und jetzt ordnet man diese Primfaktorzählung noch auf eine gewisse Art und Weise an, nämlich dass die Primzahlen, die bezüglich der kleiner n größer als größer gelten, dass die weiter vorne stehen. Und lass mich noch eine Sache sagen, ob ich was vergessen habe. Nee, es passt. Gut, und dann dazu die lexikografische Ordnung. So wie es jetzt von den Exponenten ist. Also beim Wörterbuch ist der vorderste Buchstabe am scheidesten. Hier ist die Vielfachheit von dem Primfaktor am wichtigsten, der bezüglich der kleiner n-Ordnung der größte ist. Also irgendwie, x ist bezüglich der lexikografischen
Ordnung wo ich schreibe das jetzt irgendwie kurz auf, ja, wo Primfaktoren die bezüglich größer n größer sind, ja, wo die priorisiert werden. Also bezüglich dieser lexikografischen Ordnung ist x kleiner als y. Und jetzt machen wir uns mal Gedanken, wie der Zahlenstrahl aussieht, wenn man diese lexikografische Ordnung zugrunde legt. Eine Sache sollte ich vielleicht noch korrigieren. Bezüglich diesem größer n, ja, da geht es nicht um die Primfaktoren selbst, sondern um deren Nummer. Ja, die 12. Primzahl. Und dann geht es darum, wenn man die 12. mit der 13. Primzahl vergleicht, dann würde die 13. Primzahl als wichtiger gelten, wenn die Zahl 13 bezüglich der kleiner n-Ordnung mehr ist als 12. Also man muss hier schreiben, hier noch ein Einschub, gemessen an ihrem Index. Es wird klarer, wenn ich ein Beispiel mache, was jetzt kommt. Also wir malen die natürlichen Zahlen auf, für den Fall, dass wir die Ordnung kleiner Index 1 verwenden. Ja? Die Zahlen bezüglich kleiner 1 sortiert. Die sehen so aus. Es fängt an mit 0, dann kommt 1, dann kommt 2 und dann kommen auch erstmal all diese Zahlen. Anschließend kommt 3. 3 gilt in dieser Ordnung als mehr als all die Zahlen da hinten. 3 ist zum Beispiel mehr als 2 hoch 1000. Warum? Wir müssen die Indizes der Primfaktoren bezüglich kleiner 0 ordnen, also bezüglich der normalen kleiner Relation. Das heißt, 3 ist wichtiger als 2. Und dann sehen wir, hier haben wir eine 3 hoch 1, die trumpft all die 3 hoch 0s, die hier dabei stehen. Deswegen zählt das als mehr. Dann haben wir 3 mal 2 Quadrat, oder erstmal 3 mal 2, dann 3 mal 2 Quadrat, 3 mal 2 hoch 3 und so weiter. Irgendwann haben wir 3 Quadrat. 3 Quadrat ist größer als all die Zahlen. Das ist auch größer als 3 mal 2 hoch 1000. Denn es geht von der Wichtigkeit der Primzahlen absteigend. Die wichtigste Primzahl ist die 3, die hat Exponent 2, hier hat die Primzahl 3 immer nur Exponent 1, ist weniger. Und dann kommen wieder all die 2-Potenzen dazu. Und dann haben wir dasselbe mit 3 hoch 3, 3 hoch 4 und so weiter. Wenn ich das skizzenhaft anzeichnen darf, dieser Block hier mit den Zweien, der sah so aus. Und der Block hier mit den Dreien, der sah so aus. Und als nächstes tritt jetzt der Primfaktor 5 in Erscheinung. Und der zählt als wichtiger als die anderen beiden Primfaktoren. Also ist zum Beispiel 5 hoch 1 mal irgendwas mit 2 und 3 mehr als 2 hoch was Riesiges mal 3 hoch was Riesiges, aber ohne die 5. Wenn wir das da hier auch noch hinmalen würden, würden wir was Dreidimensionales bekommen. Wobei die Achse, wo die Potenzen der 5 gezählt werden, als die wichtigste gilt.
so wie eben die vordersten Buchstaben im Wörterbuch die wichtigsten sind. Und wenn wir es nochmal eins tiefer machen, da kommt jetzt der Primfaktor 7 zutage, da haben wir 4 Richtungen. Und so weiter. Der Ordnungstyp ist also Omega hoch Omega. Die Relation kleiner 1 stellt also den Ordnungstyp Omega hoch Omega dar. Ja, weil das ist Omega. Das ist Omega Quadrat, das ist Omega hoch 3, das ist Omega hoch 4. Und wenn man die alle hintereinander stellt, dann kommt Omega hoch Omega raus. Wir wollen hier nicht eine Mengenlehre voraussetzen. Also weder inhaltlich, dass ihr die schon mal gehört habt, noch in unserer Metasprache. Daher ist offiziell, da hat offiziell diese Bemerkung hier gar keinen Inhalt. Sondern diese Relation, einfach Omega auf Omega ist bei uns per Definition diese Relation. Das ist quasi nur so als Background-Information. Bitte? Bin gespannt. Gut. Also die erste Frage lautet, warum schreiben wir hier bei der Definition diesen Zusatz dazu? Ja, sehr gute Frage. Das muss ich aber machen, um die lexikografische Ordnung richtig einfangen zu können. Nur der erste Teil würde halt heißen, es gibt irgendeinen Primfaktor, irgendeinen, sodass der in x weniger häufig vorkommt als in y. Aber wenn du quasi diese Definition von Ordnung verwenden würdest, das wäre beim Wörterbuch, hätte das folgende Entsprechung, nämlich ein Wort schreibst du weiter oben im Wörterbuch als ein anderes. Wenn einfach eines der Zeichen vorher im Alphabet kommt als das entsprechende Zeichen dort. Also du würdest dann, keine Ahnung, das Wort ZAB würdest du dann als vorher einordnen, als das Wort AWY, denn du würdest sagen, naja, schau dir doch Position Nummer 2 an, da siehst du doch hier ein A und dort ein W. Was du dagegen ja beim Wörterbuch sagst, ist, ein Wort gilt als kleiner als ein anderes, wenn es eben eine Stelle gibt, wo der Endbuchstabe kleiner als der Endbuchstabe dort ist und so, dass alle vorherigen Buchstaben gleich waren. Und das steht hier. Für alle kleineren waren die Vielfachheiten gleich. Meine Frage war eigentlich, ja, alles klar. Es existiert, also mein Vorschlag wäre, es existiert ein I, ja. Sodass und jetzt... Gleich das Nü. Okay, die Frage lautet also, warum habe ich noch extra das I kleiner gleich Y dazu geschrieben und auch hier diese Bedingung? Okay, ja, sehr gute Frage. In der Tat, das müsste ich nicht machen. Piano-Arithmetik zeigt, dass die gleichwertig sind. Ich habe das aber deswegen gemacht, damit das hier auch als Formel zu lesen ist, in einer abgeschwächten Sprache, wo ich nur beschränkte Quantifikationen stütze. Nur Quantifikationen, wo immer eine Oberschranke gegeben ist. Aus dem Grund, weil ich generell interessiert bin, Sachen immer möglichst in möglichst schwachen Systemen formulieren oder sogar beweisen zu können. Okay, gut, das hängt dann mit der zweiten Frage zusammen. Ja. Auch sehr gute Frage. Was braucht man an Metalogik, um so rekursive Definitionen hinschreiben zu können? Das werden wir noch ganz ausführlich diskutieren. Und zwar direkt im nächsten Abschnitt, der dann kommt. Ja. Ich meine, zumindest ist irgendwie klar, was damit gemeint ist gerade, ne? Aber es ist eine gute Frage, was brauche ich wirklich in der Metalogik, um das hinmachen zu können? Wir brauchen nur so primitiv rekursive Rekursion. Das ist recht wenig. Gut. Was man sich jetzt noch Folgendes überlegen kann, Bemerkung, die Relation
kleiner n hat den Ordnungstyp oder verkörpert, repräsentiert den Ordnungstyp Omega hoch Omega hoch Omega hoch Omega. Und das ist hier so ein Stapel von n plus 1 Omegas. Stapel von n plus 1 vielen Omegas. Es tut mir leid für den Deppen-Apostroph an der Stelle. Gut. Und jetzt will ich skizzieren Theorem 3. Wie man Theorem 3 heißt. So, die Behauptung ist da. Ich schreibe mal hin, was wir dann eigentlich zeigen wollen. Wir zeigen für jede natürliche Zahl n aus externer Sicht. PA zeigt die Gültigkeit von transfiniter Induktion bis zu, und jetzt will ich eigentlich Folgendes schreiben, Omega hoch Omega hoch Omega hoch Omega, ein Stapel von n plus 1 Omegas. Wir haben aber doch eben besprochen, dass man eigentlich immer dazu sagen muss, bezüglich welcher Ordnung wir das eigentlich genau meinen. Und diesmal bin ich ein bisschen präziser und sage hier, das. Das genügt dann insgesamt. Denn wenn wir irgendeine Ordinalzahl Alpha kleiner als Epsilon 0 gegeben haben, dann sieht die so aus. Dann ist die ein endliches Gebilde von Omega-Potenzen. Da kommen genau die A-Zahlen raus, die die Gesundheit von so einer Hydra angeben. Ja? Also eine beliebige Ordinalzahl kleiner als Epsilon 0 hat zum Beispiel folgende Form. Omega hoch Omega hoch Omega plus Omega hoch 2, das Ganze mal 4. Aber mal 4 ist eine Abkürzung dafür, dass ich das 4 mal hinschreibe. Ja? Plus Omega mal Omega mal Omega plus 1 oder sowas. Minus gibt es nicht. Sowas, ja? Sowas ist eine Zahl, Ordinalzahl kleiner Epsilon 0. Okay, und wenn wir all das da geschafft haben zu zeigen, dann schaffen wir eben zum Beispiel auch transfinite Induktion bis zu dieser Grenze nachzuweisen. Und zwar majorisieren wir einfach ein kleines bisschen. Also diese Zahl, die ist doch echt kleiner, wie wieder irgendeine Ordinalzahl von der Bauart. Zum Beispiel, indem ich halt Omega hoch Omega hoch Omega hoch Omega mache. Ich weiß dann, transfinite Induktion bis zu der Zahl ist okay, daher erst recht transfinite Induktion bis zu der Zahl. Ja? Also genügt es, das dann nachzuweisen. Und jetzt zeige ich mal das Beweismuster, wie wir das machen. Das zeigen wir mit externer Induktion über die natürliche Zahl n. N gleich 0 lautet, PA zeigt die Gültigkeit von TI kleiner 0. Aber TI kleiner 0, das ist ganz gewöhnliche transfinite Induktion bis Omega. Etwas, was wir vorhin, glaube ich, mal an der Tafel bewiesen hatten. Das da drückt TI von Omega aus, haben wir schon früher bewiesen, dass das PA machen kann. Ja? Und jetzt n nach Successor von n. Und da zeigen wir Folgendes. Also sei P so ein Prädikat, ein einschlägiges Relationssymbol. Diese erste Zeile, ja, das ist nicht wirklich eine erste Zeile von einem formalen Beweis. Ich will damit nur sagen, dass wir ab jetzt die Variable P verwenden für
die Formulierung von, was es bedeutet, Induktion, transfinite Induktion bis dort und dorthin zu kriegen. Ja? Okay, dann zeigen wir, dass aus transfinite Induktion bezüglich kleiner n für irgendein b von p, was folgt? Das da. Wir werden den Beweis tatsächlich nicht hier machen. Der ist sehr, sehr spannend und das wird eine gestützte Übungsaufgabe sein mit mehreren Teilaufgaben, weil es wirklich schön ist, das einmal per Hand zu machen. Aber ich will kurz erklären noch, was das hier eigentlich bedeutet, was dieses b von p ist. Erinnert euch heute am Anfang der Vorlesung, da haben wir bewiesen, dass aus dem normalen Induktionsprinzip transfinite Induktion bis Omega folgt. Wie haben wir das gemacht? Wir haben gesehen, dass man transfinite Induktion für Omega, für irgendein Prädikat p, dadurch nachweisen kann, dass man normale Induktion verwendet für ein gewisses Hilfsprädikat, was wir damals hingeschrieben hatten. Nicht mehr p von n, sondern das Prädikat für alle m kleiner n gilt p von m. Und so ist das auch hier gemeint. Wir stellen fest, wenn wir das nachweisen wollen, dann brauchen wir diese Art der Induktion für ein gewisses von p abgeleitetes Prädikat, was ich mangels besseren Notation irgendwie b-eckig Klammern p nenne. Okay, also man kann auf kreative Art und Weise so ein b von p finden. Das b, in dem b kommt auch noch die Zahl n vor. Ich sollte vielleicht also bn von p schreiben oder so. Und wenn ich eben dann annehme, dass ich das da verwenden kann für diese Art, für dieses Prädikat, folgt das. Gut. Und jetzt gleich kommt ein schöner Punkt, den man genießen kann, auch wenn man den Rest des Beweises dort noch nicht kennt. Gibt es gerade Fragen zu dem Beweisschema, wie man da vorgeht? Ich will noch eine kleine formale Anmerkung machen, bevor ich diesen versprochenen witzigen Punkt nenne. Und zwar hätten wir transfinite Induktion bis zur Ordinalzahl auch ein bisschen anders definieren können. Unsere Definition war, in der Sprache, die man um ein neues Prädikatensymbol erweitert, soll dann halt das Induktionsprinzip für dieses Prädikatensymbol gelten. Was wir auch einfach hätten sagen können ist, für jede Formel phi soll das Induktionsprinzip gelten. Mit unserer Definition folgt dann sofort, also wenn transfinite Induktion in unserem Sinne zulässig ist, folgt sofort diese andere Möglichkeit. Denn für jede gegebene Formel phi kann ich die eben nehmen und für das Prädikatensymbol einsetzen. Und der Beweis hat ja gar nichts über das Prädikatsymbol vorausgesetzt, deswegen ist es okay. Aber die Rückrichtung stimmt nicht und es gibt skurrile Beispiele für Fälle, wo Peano-Arithmetik nicht die transfinite Induktion bis zu der Ordinalzahl in unserem Sinne nachweist, aber schon für jede konkrete Formel phi das nachweist. Das hat aber nichts wirklich mit so einer Reduktion von der Art Induktion auf die Art Induktion zu tun, wie wir es hier haben. Und das ist eher eine Art Zufall. Das wollen wir ausschließen, deswegen formulieren wir es anders. Okay, jetzt der Punkt. Wir haben damit also prinzipiell Theorem 3 bewiesen. Für jede Ordinalzahl Alpha kleiner als Epsilon 0 zeigt PA die Gültigkeit von dieser Art der transfiniten Induktion. Hier unten steht Theorem 4,
dass Peano-Arithmetik unter irgendwelchen Voraussetzungen der Metatheorie nicht das da zeigt. Insbesondere zeigt Peano-Arithmetik also angeblich nicht die Gültigkeit der vollen transfiniten Induktion bis Epsilon 0. Sie zeigt nicht mal die der quantorfreien transfiniten Induktion. Das könnte man jetzt komisch finden, denn ich präsentiere euch jetzt ein Argument, das aus Theorem 3 schon folgt, dass Peano-Arithmetik auch TI von Epsilon 0 zeigt. Es sei also ein Prädikatensymbol gegeben und wir wollen zeigen, ich formuliere es mal wie folgt. Also ein Prädikatensymbol gegeben und wir wollen zeigen, dass P von Alpha gilt für alle Ordinalzahlen Alpha kleiner als Epsilon 0. Sei also eine Zahl Alpha kleiner als Epsilon 0 gegeben. Dann ist sie von der Form so ein Omega-Turm. Wir wissen schon, dass transfinite Induktion gilt für solche Omega-Türme. Das ist Gegenstand von Theorem 3. Unseren Induktionsschritt, den wir gegeben haben für P, können wir also verwenden, wir wissen, diese Art der transfiniten Induktion ist ausführbar, um eben zu zeigen, dass dieses P von Alpha gilt. Fertig. Also der Punkt ist, jede Ordinalzahl, die kleiner als Epsilon 0 ist, ist von einer Form, wie sie eben behandelt wurde. Deswegen könnte man denken, dass aus Theorem 3 sofort ein Widerspruch zu Theorem 4 folgt. Aber das ist nicht richtig. Und tatsächlich zeigt diese Art der Beweisführung von Theorem 3 auch, dass eine gewisse Skepsis dazu besteht, ob Peano-Arithmetik transfinite Induktion bis einschließlich Epsilon 0 zeigt. Und zwar dieses Argument hier, das hat Induktion verwendet, in der Metasprache über metanatürliche Zahlen n. Dieses Argument hier hat zum Beispiel gezeigt, dass man in Peano-Arithmetik TI für kleiner 7 verwenden kann. Und der Beweis dazu tut 7 mal immer diese Hilfskonstruktion hier verwenden. Die Beweise hier werden also länger und länger. Diesen Beweis hier kann man nicht selbst in Peano-Arithmetik formulieren. Und das liegt einfach ganz einfach daran, dass man in Peano-Arithmetik folgende Aussage gar nicht hinschreiben kann. Theorem 3 besagt nicht, dass PA folgendes zeigt. Für alle natürlichen Zahlen und für alle Prädikate P gilt aus transfinite Induktion kleiner n für BNP folgt transfinite Induktion. Ich wollte jetzt gerade den Induktionsschritt nochmal abschreiben, aber das da meine ich eigentlich schon. TI kleiner n für P. So, jetzt passt. Das zeigt der Beweis von Theorem 3 nicht, und zwar aus folgendem ganz banalen Grund. In Peano-Arithmetik kann ich nicht für alle P schreiben. Peano-Arithmetik hat nur Quantoren für natürliche Zahlen. Das wäre ein Quantor für Prädikate. Das kann ich nicht machen. Das ist sonst das einzige Hindernis. Ich habe sonst eine ganz normale Induktion verwendet. Peano-Arithmetik unterstützt normale Induktion. Aber Peano-Arithmetik unterstützt nicht das da. Das ist einfach gar keine Formel von Peano-Arithmetik. Und das führt dazu, dass ich also nicht intern bewiesen habe, dass für irgendeine Ordnung, die Epsilon 0 verkörpert, das wäre dann wieder so ein crazy kleiner, ja, dass dafür transfinite Induktion gelten würde. Der Beweis würde so anfangen wie eben grob skizziert. Und dann müsste ich aber für ein konkretes n, also für ein internes n, die Gültigkeit des transfiniten Induktionsprinzips vorausgesetzt haben. Und das habe ich nicht, das kann ich nämlich nicht intern zeigen. Ich brauche es für interne natürliche Zahlen, dafür brauche ich das interne Induktionsprinzip. Das kriege ich nicht hin, weil ich die Behauptung gar nicht formulieren kann. Wenn man Peano-Arithmetik erweitert, dass man sowas formulieren darf, dann zeigt in der Tat die Idee von Theorem 3, wenn ich das einfach nochmal abschreibe intern,
dass diese erweiterte Theorie Transfinitendistinktion bis Epsilon 0 unterstützt. Dieses andere System ist aber dann nicht mehr PA, das ist ein viel, viel, viel mächtigeres System und das kann sogar die Transfinitendistinktion bis zu weit größeren Ordinalzahlen nochmal machen. Also das ist ein sehr subtiler Punkt hier, aber auch ein sehr schöner Punkt. Also nochmal, das ist keine Formel von PA-Arithmetik, weil hier ein für alle P vorkommt. Bitte? Vielleicht noch eine blöde Frage, aber was ist genau ein Prädikat? Ein Prädikat ist ein einstelliges Relationssymbol. Also ein zweistelliges Relationssymbol wäre Gleichheitszeichen. Da kann ich links und rechts je eine Sache hinschreiben, also insgesamt ist es zweistellig. Zwei Sachen muss ich reinsetzen. Und das sind jetzt eben einstellige Relationssymbole, davon muss ich eine Sache einsetzen können. Sonst ist über diese Prädikatensymbole nichts vorgegeben. Ja, du kannst sonst, wenn du irgendeine Theorie untersuchst, nicht PA-Arithmetik, sondern irgendeine Lieblingstheorie, dann könntest du eben sagen, die hat folgende Sorten und folgende Funktionssymbole und folgende Relationssymbole. Und dann könntest du sagen, ich nehme irgendein dreistelliges Relationssymbol und dann gelten übrigens noch folgende Axiome, die das Wechselspiel zwischen Funktionssymbolen und Relationssymbolen beschreiben. Zum Beispiel könntest du sagen, eben Q von 0,0,7 gilt per Axiom oder so. Aber wir setzen hier niemals irgendwelche Axiome für P voraus, denn wir wollen, dass der Nutzer von unserer Theorie später für P irgendeine Formel seiner Wahl einsetzen kann. Und für die ist ja, je nachdem, was es für eine Formel ist, ist immer was anderes bekannt. Sonst noch eine Frage? Dann beweisen wir Theorem 4 mündlich unter Vorgriff auf spätere Inhalte der Vorlesung. Es wird auf nicht zirkuläre Art und Weise passieren. Und Gensen selbst hat es auch nicht zirkulär gemacht. Aber ich will kurz zeigen, wie es mit Vorgriff geht. Wir arbeiten also in dieser Metatheorie, ja? Primitiv-rekursive Arithmetik. Kann kaum was. Und Transfinitendistinktion für quantenfreie Formeln bis Epsilon 0. Wir wollen jetzt zeigen, dass PA nicht das da zeigt. Angenommen, PA würde das da zeigen. Ich will den Widerspruch erinnern. Na gut, dann können wir den Beweis von Theorem 2 nochmal abschreiben. Der ist dann nämlich gültig in PA-Arithmetik, wenn wir annehmen, dass PA-Arithmetik Transfinitendistinktion bis Epsilon zeigt. Denn es ist ja sogar ein Beweis, der gültig ist in PRA. Und diese Art der Induktion bis Epsilon 0. PRA ist nur schwächer als PA. Das heißt, ich kann den formalen Beweis, den mir hier Theorem 2 verspricht, einfach nochmal abschreiben in PA-Arithmetik. Das heißt, dann zeigt PA-Arithmetik die Konsistenz von PA-Arithmetik. Wir werden später sehen, dass daraus schon die Inkonsistenz von PA-Arithmetik folgt. Ein formales System zeigt genau dann seine eigene Konsistenz, wenn es inkonsistent ist. Gut, aber unter dieser Voraussetzung sagt doch Theorem 2, dass PA-Arithmetik konsistent ist. Also ein Widerspruch. Wir haben Konsistenz und Inkonsistenz gezeigt. Beides zusammen geht nicht. So ist also schnell Theorem 4 erledigt. Gensen hat das anders gemacht. Gensen hat nicht auf Gödel gesetzt, sondern Gensen hat eben per Hand das nachgewiesen. In seinem vierten Beweis von generell der Aussage, dass PA konsistent ist. So, und jetzt will ich eigentlich noch Theorem 2 beweisen. Also Beweis von Theorem 2. Nur eine Skizze natürlich. Die Idee wird sein, wir definieren ein gewisses Spiel, ein Zwei-Personen-Spiel, was etwas mit der Konsistenz von PA zu tun hat. Ja? Das ist das sogenannte Falsifikationsspiel. Und wir machen das nicht direkt mit unserem Kalkül von natürlichen Schließen, sondern mit einer leichten Variante, auf die man sich also vorher zeigt, dass man sich darauf beschränken kann. Also Skizze für eine Variante von Gensens Kalkül natürlichen Schließens. Nämlich folgende Variante. Also wir haben wieder einen Turnstile.
hinten darf eine Formel stehen. Vorne darf jetzt auch nicht eine einzelne Formel stehen, sondern eine endliche Liste von Formeln. Groß Gamma. Endliche Liste von Formeln. Das ist überhaupt kein wesentlicher Unterschied, denn man kann einfach so eine endliche Liste von Formeln ersetzen, gedanklich durch eine Konjunktion von all ihren Elementen. Dann hat man wieder dieselbe Art Aussage. Okay, und dann aber noch in Phi und auch in den Formeln hier, da dürfen nur noch folgende logische Zeichen vorkommen. Nur noch und für alle nicht und ist gleich. All die anderen logischen Zeichen eliminiert man. Das ist überhaupt kein Problem. PA ist ja ein klassisches System. Also kann ich zum Beispiel oder umschreiben mit dem Morgensgesetz als nicht und und so. Ja? Außerdem nehme ich jetzt nicht Implikation als Primitiv, sondern Negation als Primitiv. Ich kann Implikation umschreiben als nicht das vordere oder das hintere. Insgesamt, das haben wir ja früher schon gesehen, tut nichts zur Sache, ob ich die Konsistenz von PA oder von HA zeige. Die sind äquikonsistent, weil es diesen Trick gab mit der Doppelnegationsübersetzung. Okay, und dann gibt es ein Falsifikationsspiel, wo man gewisse Züge angibt zwischen dem Falsifizierer und dem Verifizierer. Also Regeln, erlaubte Züge des Falsifikationsspiels. Also der Falsifizierer darf folgende Sachen machen. Und der Verifizierer darf folgende Sachen machen. So, wir haben nicht mehr die Zeit, dass ich alle Möglichkeiten angebe, aber ich gebe euch ein paar an. Zum Beispiel, wenn, also der Zustand des Spiels, das Spielbrett ist immer eine gewisse Sequenz. Ja? Aus dieser Sequenz darf der Falsifizierer machen wieder diese Sequenz, aber für alle frei vorkommenden Variablen hat er sich irgendwelche Zahlen, konkrete Zahlen ausgedacht. Aber für alle freien Variablen konkrete Zahlen angesetzt. Oder was heißt man schon konkret? Einfach Zahlen angesetzt. Das ist ein Schritt, den der Falsifizierer machen darf. Ja? Das könnt ihr euch so vorstellen, der Falsifizierer bezweifelt ständig, was ihr behauptet. Ihr behauptet, diese Sequenz gilt. Diese Sequenz lässt sich ableiten. Dann sagt er, okay, aber stimmt das auch, wenn ich für die freien Variablen folgende Werte einsetze? Das kann er also machen. Und dann hat er halt noch ein paar Möglichkeiten. Und der Verifizierer, das sind wir quasi, wir glauben an die Ableitbarkeit dieser Sequenz. Wir glauben, dass die stimmt. Wir haben zum Beispiel folgende Möglichkeiten. Wenn das da, wenn diese Sequenz vorliegt, wobei n gar nicht m ist, ja, dann dürfen wir folgenden Spielzug tätigen. So. Wobei wir uns hier für n irgendeine Zahl ausdenken können. Ja? Also in dieser Situation dürfen wir unendlich viele Züge machen. Wir dürfen uns irgendeinen konkreten Wert für x aussuchen und dann die entsprechende Annahme hinzufügen. Ich schreibe das mal eben so. Lasst mir noch 2 Minuten, dann können wir das fertig hinkriegen. Unsere Idee ist, in der Situation, wir glauben immer noch an die Gültigkeit dieser Sequenz. Aber dann sagen wir, okay, also es sieht schon komisch aus, eine falsche Behauptung bewiesen zu haben. Aber dann war eine der Annahmen falsch. Und zwar diese war falsch. Und dann ist wieder der Falsifizierer dran und so gibt es immer ein Wechselspiel. Ja? Immer muss der Falsifizierer muss zuerst seine Züge machen, dann kommen wir dran, dann kommt eventuell wieder er dran und so weiter. Und jetzt tätigen wir nur noch 2 Definitionen, einen Satz und dann sind wir fertig. Nämlich
eine Definition, also das gehört zu diesem Beweis, ja. Eine Sequenz ist genau dann irreduzibel per Definition. Wenn keine weiteren Züge dieses Spiels möglich sind, wenn keine weiteren Reduktionsschritte möglich sind. Ja? Ich habe nicht alle Regeln angegeben, aber ihr könnt euch vorstellen, irgendwann gibt es keine Regel mehr, die einem einen möglichen Zug erlaubt. Zweite Definition. Eine Sequenz ist genau dann in Endform. Wenn, also eine Sequenz der Form Gamma bedingt n gleich m, wenn wirklich n gleich m ist oder wenn in Gamma eine ungültige Identität steckt. Zum Beispiel 3 gleich 7. Das wäre eine ungültige Identität, wenn in der Liste der Annahmen sowas steckt. Und das Theorem, was dann eben Gänzen bewiesen hat, im Kontext von PAA, PRA und quantenfreie transfinierte Induktionsklassen 0, lautet, jede Sequenz ist reduzierbar im Rahmen dieses Spiels zu einer Sequenz in N-Form. Jede ableitbare Sequenz. Also wenn Piano-Arithmetik irgendeine Sequenz zeigt, dann gibt es eine Strategie für den Verifizierer, die irgendwann in Endform zu bringen. Das zeigt die Konsistenz von Piano-Arithmetik. Denn stellt euch vor, aus der leeren Liste der Annahmen folgt 1 gleich 0. Dann wissen wir mit Gensens Theorem, dass wir diese Sequenz reduzieren können mithilfe der Spielschritte zu einer Sequenz in Endform. Wenn man sich alle Regeln anschaut, ich habe nicht alle angegeben, sieht man aber, mit dieser Sequenz aus der leeren Liste der Annahmen folgt 1 gleich 0, da lassen sich gar keine Schritte tätigen. Es gibt keinen erlaubten Zug, der diese Sequenz verändert. Das ist schon fertig, das ist eine irreduzible Sequenz. Also muss sie sich selbst schon in Endform befinden, weil sich ja jede Sequenz zu Endform reduzieren lässt. Also ist entweder 1 gleich 0 oder in Gamma steckt eine ungültige Identität drin. 1 gleich 0 stimmt aber nicht. Und in Gamma steckt auch keine ungültige Identität, denn in Gamma steckt gar nichts. Gamma ist die leere Liste der Annahmen. Also haben wir das Problem. Irreduzibel und das was du nicht hast, oder? Nö, Endform heißt nur das. Okay, aber dann verstehe ich nicht, wieso das, was du gerade gesagt hast, stimmt. Also warum ist das dann in Endform? Ich wiederhole einfach nochmal, wie es dann funktioniert. Ich starte mit einem, also ich nehme an, dass die Sequenz aus der leeren Liste von Annahmen ist 1 gleich 0 ableitbar. Bedingt 1 gleich 0, dass diese Sequenz ableitbar ist. Dann weiß ich, sie lässt sich irgendwie zu N-Form reduzieren. Ich weiß aber auch, diese Sequenz ist irreduzibel. Das weiß ich, weil ich in den Artikel schaue, alle möglichen Züge sehe und einfach sehe, kein Zug ist anwendbar auf diese Sequenz. Ich weiß trotzdem, sie lässt sich mit einer gewissen Anzahl Zügen zu N-Form reduzieren. Also ist sie schon in N-Form. Also stimmt 1 gleich 0 oder in Gamma steckt eine Ungültigkeit drin. Das heißt, wir haben einen Widerspruch. Wir haben einen Widerspruch in der Metalogik. Ausgehend von der Annahme, dass eben das Piano-Arithmetik einen Widerspruch zeigt. Und so ist die Konsistenz bewiesen. Es ist halt nur so, dass bei diesem Beweis, dass man jede Sequenz zur Endform reduzieren kann, dass man dazu transfinierte Induktion bis Epsilon 0 braucht. Ja, weil die Sequenzen erstmal wieder immer komplexer werden. Wie man irgendwie hier sieht, da kommt eine Annahme dazu. Das ist wie bei der Hydra. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.